So, jetzt habe ich noch eine Mission mit Grit, die hier mit 8 Sternen drin ist. Die hat sie aber meiner Meinung nach nicht verdient. Okay. Die ist wesentlich einfacher als 8 Sterne. Ist doch schön, wenn sie nicht so schwer ist, wie sie sein soll. Mein Ziel, irgendeine Einheit auf dieses Hauptquartier bringen. Das ist alles. Nicht mal einnehmen? Nee, das ist ja mein eigenes. Ich muss es nur erreichen. Okay. Das ist das Einzige, was ich in dieser Mission machen muss. Klingt echt ziemlich einfach. Da versucht man sich dann meistens irgendeinen Späher oder sowas in der Richtung, der sich dann nach oben begibt. Oder ein Jagdpanzer, irgendwas, was relativ gut vorankommt. Wäre dann, also wenn ein Transport-Heli oder sowas hätte. Oh, du hast so ein 2 Transportpanzer. Ja. Ich muss das Hauptquartier nur erreichen. Das ist alles, was ich machen muss. Der Rest der Armee muss irgendwie hinterherkommen und bevorzugt Infanterieeinheiten abschießen, weil die sind die einzigen, die mir. Das ist das Einzige, was Cut eine Winning Condition gibt. Also einfach nur da hinkommen und möglichst viele Infanterieeinheiten wegklatschen. Ja, und ich muss immer in den Wäldern bleiben. Okay. Weil sonst werde ich von den Kanonen abgeschossen. Wie wäre die erste Reichweite? Bis dahin darf ich noch. Ich werde mal versuchen, mit dem Jagdpanzer, den ich da vorne habe, irgendwie durchzukommen. Grit und seine Raketenwerfer. Jetzt ist mir das Headset vom Kopf gefallen, weil ich mich am Ohr gekratzt habe. Passiert. Ja, das ist so schlimm, wenn man ein Headset auf hat und dann fängt auf einmal an, das Ohr zu jucken. Und der Kopfhörer ist drüber. Wie nett von ihm, dass er auf den Wegen bleibt. Ja, kann man so sagen. Der war schon, oder? Okay. Einen nach oben darf ich.
gerade überlegt, eine Power reinzuhauen, aber das lohnt noch nicht. Ich krieg dieses Ohr alle zusammengeschossen. Mhm. Hey, Gummienten. Oh. Du magst die Gummienten nicht, oder? Nope. Oh. Die wollen mich ja kaputt machen. Wie soll ich die auch irgendwie mögen? Auf so einer Basis kann man auch nie mal eine Beziehung aufbauen. Du sollst ja auch nicht mit den Vögeln, du sollst sie nur mögen. Oh. Da steht ein Panzer. Das sind fucking Panzer, die aussehen wie Gummienten. Jetzt kann ich nicht, dass der da voll meinen Weg blockiert. Mhm. Und das finde ich jetzt auch nicht wirklich nett. Ja. Scheiße, dass sie ihre Fähigkeitssoft einsetzen kann. Ja, ich mache ja auch genug dafür kaputt. Ja. Da können sie doch mal dankbar sein dafür. Dafür, dass du so viele von ihren Soldaten tötest. Für sie sind das eh nur Spielzeuge. Na dann. Oh! Na gut. Ich wäre auch böse, wenn du mein Spielzeug kaputt machst. Oh. Da steht so ein bisschen was. Ist gleich wieder ein Jagdpanzer weniger bei mir. Ich bin mal kurz weg. Jo, ich mache hier einfach weiter in der Zwischenzeit. Jo, bis gleich. Die Super kann ich hier noch nicht wirklich reinhauen. Nicht, wenn ich nichts in Range habe. Hm.
wieder da. Also eine Super will ich hier an der Stelle nicht reinhauen, dann reicht mir eine normale. Gibt ja selber Firepower Bonus, nur extra Reichweite. Schießen wir den da oben mal kaputt. Den kann man noch dahin, der noch dahin. Ich gehe mal davon aus, dass der seine Arti da irgendwo da reingesetzt hat. Das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich riskieren, deswegen schleiche ich mich mal weiter durch den Wald. Oh, da steht sie. Okay. Dann können wir es ja doch machen. Die Einheiten müssen jetzt nur noch heil da oben ankommen. Da kommt der Kampfpanzer angerollt. Oh, ich glaube, da habe ich einen Titanpanzer gesehen. Oh. Da stand noch einer. Da müssten wir jetzt da ziemlich alle kaputt schießen, damit er da noch was erreichen kann. Beziehungsweise wenn er mich dran hindern will, mein Hauptquartier zu erreichen. Oh, da hat er auch noch einiges stehen da hinten.
Natürlich. Was denn? Dann musste der jetzt unbedingt den Speer genau so dahin fahren. Immer diese Cheater-KI, weil die immer genau weiß, wo meine Einheiten steht. Ja. Okay. Mal schauen, wenn er die da wegbewegt, dann kriege ich vielleicht den APC da noch durch. Das könnte jetzt sogar noch funktionieren. Ich komme um ein Feld gerade nicht dran. Boah. Den dahin zu stellen wäre auch blöd, dann rennen wir mal aufs Hauptquartier drauf. Nicht den. Muss ja nur ein Ablenkungsmanöver sein. Wenn ich ihn da hinstelle. Ich probiere das jetzt einfach mal. Jo. Probieren geht über Studieren, ne? Studieren bringt eh nix. Was mach ich da so sicher? Fuck, jetzt hat der den Arti da drauf gestellt. Wieso macht er das? Das hat er doch nie gemacht. Tja, Kilian, der mag dich nicht mehr. Okay. Und 1, 2, 3, 4, 5. Weiter komme ich mit dem eh nicht. Aber die Arti da jetzt runterzubringen wird schwierig. Theoretisch könnte ich auch einfach auf den richtigen Moment zum Zuschlagen warten.
Ich verliere ja nicht, solange mir das Ding nicht captured. Mhm. Einen Capture kann ich verhindern, wenn ich den Speer mit ranrücke. Bis dahin kann ich die... Okay, er besetzt die anderen Städte. Es gibt mir noch ein bisschen Zeit. Oh, oh, oh. Ich glaube, es hat einen Fehler gemacht. Warum? Weil ich jetzt auf mein Hauptquartier komme. Und zwar mit diesem Speer hier. Gewonnen. Ja, man muss bloß abwarten, dass bis ein Fehler macht. So, wir haben nur noch eine Mission im Blue Moon übrig. Boah.